Das ist mein Notizbuch. Das ist das wichtigste Utensil, was mich den Tag über begleitet. Da kommen alle Gedanken rein für die Konzepte, die ich erstelle, aber auch meine Rechnung. Ich bin theoretische Physikerin, die ich begleitend zu all den Modellentwicklungen mache. Als ich angefangen habe, das klingt jetzt vielleicht auch schon ein bisschen komisch, es war noch sehr viel als theoretische Physikerin an der Tafel arbeiten und mit Papier und Bleistift. Und dann kam die Zeit der Computational Science, wo wir dann die Rechner massiv genutzt haben. Und jetzt sind wir gerade am Übergang zu einer neuen Ära, sag ich mal, zu Data Science. Und das ist spannend, das zu gestalten, das mit zu verändern. Meine Gruppe und ich, wir beschäftigen uns zurzeit mit der Abschätzung von Auswirkungen des Klimawandels. Und das passiert bei uns in meinem Department, aber auch insgesamt in meinem ganzen Themenbereich, eben mit Modellen und mit Observationen. Wir liefern ja die Modellvorhersagen für alles, was den Wasserkreislauf anbetrifft, auf der Landoberfläche. Und in dem Sinne sind dann Ergebnisse zum Beispiel, wie sieht die Bodenfeuchte momentan aus, aber eben auch in der Projektion für die nächsten 100 Jahre. Und das ist direkt von Interesse für Forstwirtschaft, für Landwirtschaft, aber auch für Wasserversorger, die sich für Grundwasserleiter interessieren. Also es gibt genügend Wirtschaftszweige, die genau diese Modellergebnisse brauchen, um sich darauf einzustellen. Und das ist der Nutzen dann auch für die Gesellschaft unmittelbar. Für mich bedeutet Wissenschaftler sein und auch in der Lage sein, Sachen, die man selbst entwickelt hat, wo man natürlich eine ungeheure Begeisterung auch dafür hat, die, wenn sich herausstellt, dass es vielleicht falsch ist oder dass sich was verändern muss, dass man bereit ist, das aufzugeben. Und das ist für einen Wissenschaftler teilweise unglaublich schwierig. Also da haben wir Jahrzehnte vielleicht in eine Richtung geforscht und dann sagen können, okay, es hat sich geändert, ich muss jetzt anders auf die Sachen blicken oder mal einen anderen Blickwinkel insgesamt einnehmen. Ja, das macht für mich einen guten Wissenschaftler aus.